Schön, dass ihr wieder da seid. Ich begrüße euch ganz recht herzlich zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und zwar habe ich mir hier mal wieder den Rudi ausgesucht, den T-34-85. Hat einen ganz einfachen Hintergrund. Da ich den in Bovington so in der Art gesehen habe, habe ich einfach Bock gehabt, den hier nochmal im Spiel zu zeigen und auch selber anzuschauen. Wir haben hier ein 6er-5er Gefecht und Morpheus der Stahlkäfer ist mal wieder hier zu sehen, beziehungsweise das ist das zweite Replay, was ich diese Woche von ihm zeigen werde. Ja, ihr seht, also auch die Replay-Auswahl von mir, die ist komplett random. Manchmal werden Leute von Aikbar häufiger gezeigt, manchmal Leute wie hier Morpheus. Liegt aber einfach daran, dass diese dementsprechend öfters mal was einsenden. Also von dem her, natürlich steigert sich die Wahrscheinlichkeit, je häufiger was einsendet und dann auch noch ein bisschen Glück hat, wie Morpheus in diesem Fall, dass er mir genau das, den Panzer schickt, auf den ich selber Bock habe. Der wird natürlich gezeigt. So, mal gucken, was er hier anstellt. Also er fährt natürlich erstmal klassischerweise auf den Hügel. Da wird es auch gleich richtig rund gehen. Da ist schon ein Cromwell. Der ist natürlich verdammt schnell, aber was er da macht, das ist sehr gewagt, weil der Gegner hat erstmal hier freie Schussbahn auf ihn. So, der erste, der sitzt. Der zweite. Also der Cromwell ist hier nicht so clever, da hochzufahren und da an die Stelle zu fahren, wo der Gegner steht. Der Rudi nutzt das natürlich aus. Die ersten 600 Schaden ist man schon erledigt. Vielen Dank an den Cromwell, würde ich da mal sagen. So, und jetzt kann er von hier oben gut wirken, sofern es denn da Gegner gibt. Aber passiert erstmal nichts. Einer ist schon am Cap. Stört ihn ja wird's nicht wirklich. Oh, der KV-2. Erster. Und weiter. KV-2 weg. Und ein Tock. Ein Tock, Tock. So, da ist ein T-85M. Der Tock schießt auch schon. Ah, der hat leider nicht getroffen. Der dafür aber. Der räumt hier brutal auf. Ja, da hätte er mal auf den Kommandantenkuppel eher schießen sollen. Hat ihn da voll auf den Turm gezimmert. Jetzt mit Auto-Aim. Schade, da hat er eigentlich gut vorgehalten, war der Gedanke war sehr gut. So, jetzt rushen sie hier die Gegner. Ah, nicht stehen bleiben. So. Da hinten Bishop ist weg. KV-1 wird im Auto-Aim. Da wurde ihm gerade die Kette getroffen. Da wollte er den eigentlich easy umfahren. Auto-Aim, zack, T-34, 85, 1800 Schaden. Tock ist ja auch schon lange passé. So, jetzt hier die Arti, Su-8. Arti verschießt. So, jetzt. Und nochmal und weg ist er. Er räumt hier super auf. Das muss man ganz klar anerkennen. Hat schon jetzt das Dreifache an dem an Schaden ausgeteilt, was er selber hat. Beziehungsweise an HP meine ich natürlich in dem Fall. Und das Game ist in dem Fall 3 Minuten 30 alt. Also brutal. So, jetzt hat er da den Type. Zack. Oh, jetzt hat er hier leider einen Vorsicht gesetzt bekommen. Und jetzt hat der Cromwell auch genau die Bewegung zurückgemacht, die er eigentlich erwartet hat, dass er nicht macht. Also ich gehe mal davon aus, dass das definitiv keine Absicht war. Es sind noch 3 Gegner da. Er bräuchte noch 2 Kills zur Top Gun. Und wir reden von 2500 Schaden in gerade mal 4 Minuten Spielzeit. Also wirklich brutal. Zeigt auch, dass der Rudi ein wirklich guter Panzer in dem Berlin-Trio war. So, da ist der Cromwell. Oh, da ist der Lux. Lux, 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 Lux. Für den zielt er sogar wirklich. Jetzt lässt er ihn da weiterfahren. Jetzt geht er weiter auf den Cromwell. So. Zack. Da hat ihn der Cromwell
Na, und jetzt aber seitlich. Ja, schön. So, ein Kill bräuchte er noch für den Krieger. 3200 Schaden. Heidewitzka. Brutales Spiel. Da ist der Cromwell. Oh, der hat... Das könnte sein Kill werden. Ja, schön, da macht er den Top Gun. Nice, Krieger geholt. Der ist mehr als verdient in dieser Zeit. 3342 Schaden zu machen, ist aller Ehren wert. Zeigt mir, dass ich mit dem Replay hoffentlich richtig gelegen bin bei eurem Geschmack. Mein hat es auf jeden Fall getroffen und Rudi im Spiel fast genauso cool wie in echt. Ja, mir hat es gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald, euer Karamba.